Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, geschweige denn, was ich überhaupt tun muss. Sonst ist hier nichts, oder was? Ich habe aber nicht mal eine Knarre. Ich habe gar nichts. Ich bin hier noch voll blanko. Oh, was geht denn jetzt? Okay. Okay, alles easy. Gar kein Problem für mich. Hallo, Auge. Hä? Was geschieht denn hier? Ich check das, Alter. Sind wir denn jetzt? Hier ist Blut. Warum liegt hier Stroh? Warum hat der keine Maske auf? Hier, ach, das bin. Bin jetzt ich. Was zur Hölle? Scheiße im Shit drin. Ist so irre, Alter. Bruder, lauf! Ah! Was? Nein! Warum? Wieso? Mach das! Klettern! Komm! Weg da! Die ist ja irre! Schneller! Es kommt! Verfolgt die mich noch? Verdammt! Was zur Hölle ist das? Alter, das hat mir jetzt aber schon ein bisschen creepy in the pants gemacht. Hallo, Ratte. Shit. Wer ist die denn, Alter? Die ist irre. Frauen, typisch Frauen. Sebastian ist der stabilste von allen. Gibt keinen stabileren als Sebastian. Oh nein, ich will da nicht runter. Ich muss schon wieder irgendwo hinlaufen jetzt. Er speichert. Nichts zu hören. Na, das ändert sich bestimmt gleich. Wetten. Oh, ich habe so keine Lust. Oh, ich habe da so keinen Bock drauf. Das wird jetzt gleich wieder richtig besch. Oh nein, es kommt. Oh ja. Willst du mich verarschen? Ja, dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Lauf, mein Herzchenleid, lauf. Digga! Was ist er denn für einer? Nein. Puh, Glück gehabt. Was zum Teufel geht hier vor? Lauf schneller, als ob ich einfach... Alter, der Sebastian braucht seine Zeit, der ist alt.
Oh, solange Lilly rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Ach, cool. Also, ich heile mich ja diesmal. Das ist ja toll. Und wo bin ich jetzt? Ach, Nahkampfangriff. Hadoken. Ja, brauche ich nicht festlegen. Kommt dir das echt nur so kurz vor? Ich finde es ein bisschen schade, dass ich gerade mal 9 Zuschauer habe. Das enttäuscht mich. Also in TikTok. Das enttäuscht mich. TikTok ist einfach eine Plattform, die nervt. Hä? Wieso existieren diese Räume, wenn es hier gar nichts gibt? Kann ja nicht wahr sein. Hä? Ui, eine Knarre. Endlich. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Na, im Urlaub. On los. Sind wir draußen? Vielleicht ist das der richtige Ort. Lilly, ich hoffe, du bist hier. Ja, das ist... Schöne Scheiße ist das. Ja, das... Wem sagst du das, Mann? Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja, klar. Hängt wieder alles von mir ab. Armer Mistkerl. Hier so verwesen zu müssen. Ach, so arm ist der, glaube ich, gar nicht. Kann ich ja nicht aufmachen, da liegen doch Sachen drin. Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Ich sehe da gar keine Stadt, ja. Das ist hier Wald. Zu ruhig. Wo ist hier eine Stadt? Bist du behindert? Du musst essen. Haut und Knochen. Hallo? Du musst essen. Hey! Alter, die... Ah, was stimmt denn mit dem nicht? Da rennt eine rum, die ruft, du musst essen. Haut und Knochen essen. Und was macht er? Hey! Hallo! Wie dumm. Oh, mach das nicht. Das ist voll dumm. Das ist einfach dumm. Bruder, die will töten. Hallo? Hallo? Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Oh Gott! Ich sagte es! Na also. Weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Danke fürs Teilen. Ah, die Flasche, Bruder! Ah! Fuck!
Ja, wie im ersten Teil. Ist toll. Oh Gott. Wie ich schon wieder daneben geschossen habe. Ist einfach typisch für mich. Ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen ekliger als das aus Resident Evil. Wenn ich ehrlich bin. Der arme Junge, Mann. Der hat einfach Haut und Knochen fressen müssen. Sag mal. So, was hier los? Aus. Okay. Gehen wir mal zu dem Jungen. Der Arme. Geht's dem gut? Man weiß es nicht genau. Der ist tot. Warum ist denn der jetzt tot? Verstehe ich nicht. Der war doch gerade nur die Nase gebrochen. Der kann doch jetzt nicht einfach tot sein. Ich würde das ja auch machen, Haut und Haare. Haut und Knochen fressen. Der ist doch nicht erstickt. Quatsch nicht. Dem ging's gut bis gerade eben noch. Der ist einfach heimlich gestorben jetzt. Was ist denn das? Schießpulver. Aber immer noch genauso wie damals. Mit dieser Komponente können Munition und andere Gegenstände Ach, kann ich hier jetzt Munition herstellen? Aha. Was ist denn immer dieses komische weiße Dreieck da? Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Kidman. Das ging schnell. Das war Hast du was Neues so ein Batzen bloß. Ja, mehr war das nicht. Das ist hier wirklich wie ein Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Keine Ahnung. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Ach ja, die gibt's ja auch noch. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Ich weiß ja nicht, also... Ich würde mir ja das jetzt nicht vertrauen, selig hier anvertrauen, weil, wie man merkt, habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Soll ich jetzt Haut und Knochen essen? Ich esse für dich auf. Der hat jetzt schon... was geht denn mit dem ab? Der Daumen schmerzt. Er schmerzt. Aber was soll man machen? Hier ist nichts mehr. Bin mir nicht sicher, ob ich hier einfach weiterlaufen muss oder noch was tun oder was ist so. Aber schön, dass du da bist, Andi. Bumm! Nimm das, nimm es. Alter, das ist ja voll nervig. Der macht die Kisten kaputt. Ach, die gehen nicht. Die sind jetzt unbesiegbar, oder was? Was ein Scheiß. Nee, man muss dafür nicht auf Twitch live. Das geht mit OBS, kann man das machen. Ich will da nicht reinklettern. Ich will eigentlich wissen, was hier noch so los ist. We're glad you are here. Das ist schön.
Hä? Was ist der aufs Au... Hä? Aber ich will doch nicht aufs... Egal, ich stell das gar nicht in Frage. Es ist einfach nur behindert. Schüsse. Was denn jetzt? Ich schau nur schnell dahin. Vielleicht ist da was versteckt. Ja, wenn du mit der PlayStation streamen willst, brauchst du erst eine Game Capture Card. So wie ich sie gerade verwende. Dann musst du in OBS rein. Und mit OBS kannst du dann übers TikTok Studio Multistream machen, zum Beispiel. Also Twitch und TikTok. The Evil Within 2 heißt das Spiel. Was machen die denn da für einen Scheiß? Oh, der stirbt. Doch nicht. O'Neill, Bewegung! Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. List und Einschleichmodus aktivieren. Gegner werden von allen Geräuschen angegriffen. Wenn du dich Geduld bewegst, kannst du Geräusche unterdrücken. Mit einem Schleichangriff kannst du ahnungslose Gegner von hinten angreifen. Ja, das habe ich. Das kenne ich noch aus dem. Was ist das? Hier gibt es eine richtige Karte. Aha. Was ich mich frage, wieso kann ich... Ah doch, kann ich. Okay, nee, aber das wollte ich jetzt gar nicht. Oh, das wird dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. So, die kommt doch hier wieder zurück, oder? Wo du da gerade... Ja, sehr gerne. Dafür hast du ja auch ein Abo dagelassen. Da kriegst du dann auch ein paar Sonderrechte. Und ich glaube, du kannst auch so ein paar besondere Smileys und Emojis verwenden. Habe ich müsste mittlerweile freigeschalten sein, eigentlich. Hä? Kommt die eine da jetzt wieder? Oder war das nur so eine einmalige Aktion? Ich meine, die da rechts, da, die guckt mich voll an. Weiß ja nicht, wie weit. Flaschenbrecher. Aha. Ich weiß ja nicht, inwieweit ich mich da jetzt nähern kann. Aber anscheinend kann ich mich da sehr weit nähern. Ha! Ein Zockarena-Logo. Den Sprachchat frei für Abonnenten. Geht es auf TikTok überhaupt? Hä, warum habe ich hier jetzt ein X? Ach so, wegen... Ich dachte, der macht das jetzt... Weiß ich nicht, was du meinst, Sprachchat. TikTok oder was? Ich finde es cool, wie sie diesmal designt haben, die Gegner. Ähnlich wie in The Last of Us, die Serie. Setze dich in Unterschlüpfen und anderen Bereichen in Rollstühle, um Fertigkeiten... Rollstühle. Ich muss einen auf behindert machen, um Fertigkeiten zu bekommen. Das ist ja toll. Was macht der da so? Ach, das geht wirklich? Soll ich das mal... Wo mache ich das? Kannst du dich mal kurz informieren, ob ich das im TikTok-Studio machen kann? Weil sonst müsste ich jetzt aus dem Spiel rausgehen. Aber das wäre ja voll toll. Ich weiß, dass das in Twitch und so kann man sowas machen. Aber dass das in TikTok geht, das wusste ich noch nicht.
Ah, mach nicht, sei mal nicht so laut, Bruder. Ah, das, genau das wollte ich nicht, Mann. Blöde Pissbirne. Voll dumm. Ja, wäre mega, weil das wäre schon lustig. Ich meine, ich habe in Twitch habe ich ja jetzt Sound Alerts und sowas. Aber ich wusste nicht, dass es sowas in TikTok auch gibt. Gut, aber ich informiere mich da auch nicht. Ich bin ja einfach anwesend, das ist alles. Da war doch gerade eben irgendwas, was ich... Ah, hier. Kann ich da jetzt eigentlich unendlich von tragen? Oder wie ist so... Flasche. 5. Okay. Ich komme hier, glaube ich... Doch, da. Das stimmt nicht. Insekten im Essen werden gekennzeichnet. Das stimmt nicht ohne besondere Kennzeichnung. Es steht bei den Zutaten drauf. Außerdem gibt es Nutella und Marmeladen da und sowas. In Essen sind Insekten schon seit Ewigkeiten erlaubt. Bis zu 10% oder 15%. Bleiben Sie, wo Sie sind. Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Digga, leg doch... Nicht die Waffe weg. Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Opfer. Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Grüß dich. Ich bin der Zocki. Und ich steuere deinen Arsch. Ich bin O'Neill. Captain O'Neill aus Stargate. O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ja, grüß dich. Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Danke. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie, wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Das ist Lily. Ein kleines Mädchen, oder? Still. War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Top, suchen Sie's, Andy, sobald top. Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Ihr
Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns Entscheidungen treffen. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Ja. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Diese Dinger? Sind das alles Nebenmissionen oder was? Draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Dankeschön. Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt. Hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein. Rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet. Aber was hier geschieht, ist mehr als das. Und danke, Moonlight. Schön, dass du da bist. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Das ist wirklich neu, dass man hier so richtige Unterhaltungen führt. Und jetzt habe ich hier so Nebenmissionen, die Abtrünnigen. Das ist dann hier. Okay, was soll das sein? Hüter Armbrust. Die will ich haben. Oh Gott, das ist ja dann... voll die Sachen anschauen, hä? Ja, Zono, das ist genau das, was am Anfang von The Last of Us der Serie gesagt wird. Das ist das Intro von The Last of Us der Serie. Genau das sagt er da nämlich auch. Kaffeemaschine. Okay, cool. Klar sauf ich einen Kaffee, Bruder. Einen fetten Espresso mit Milch und Zucker drin. Hallo Moonlight in Twitch. Das tut gut. Ja. Vorratskasten. Aha. Cool. Das gefällt mir, wenn der sowas... Also... richtig. Gegenstände, Komponenten herstellen. Okay. Also richtig... Richtig Last of Us, was hier abgeht. Ich krieg das irgendwie heute mit meinem Mikrofon wieder nicht auf die Reihe. Waffenteile besitze ich nicht. Herstellung.
Selbst ist der Mann. Lolla. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Das hat er jetzt gespeichert. Okay. Was ist hier so? Waffenteile. Ah ja. Noch mehr Waffenteile. Nice. Dann können wir die Pistole jetzt auch direkt verbessern. Oh, das kann ja was werden. Ah, da wird dann mein Autismus geweckt. Wo sehe ich denn... Ah, 25, oder? Was kostet mich dann? Hä? Wo sehe ich denn, was mich das kostet? Aha. Seltsam. Du hast auch Autismus. Hast du wirklich Autismus oder sagst du das nur so? Ich sag das ja nur so. Also im Sinne von gewisse Sachen, die mich dann triggern, wenn irgendwelche Sachen nicht ordentlich sind oder ich nicht alles gesammelt habe, was ich sammeln kann. Rede ich spaßeshalber von Autismus, aber ich habe natürlich keinen echten Autismus. Geht's hier nach draußen? Echt? Was sagt man da jetzt? Tut mir leid? Oder... Sie! Oh! Krankenschwester ist wieder da. Na, aber hallo. Wer war das? Als würdest du das nicht wissen. Da geht's nach draußen. Nee. Chill kurz. Ah, stopp. Nein! Sei nicht so... Ah, du nerviger... Nils Unterschlupf. Geh mal da rein.